Was geht, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich wieder ein Beat auf euer Sample bauen werde. Das heutige Sample ist von Visa One, Visari, I'm sorry, I really don't know how to pronounce your name. Bisschen viel Englisch, aber egal, auf jeden Fall zeige ich euch sofort das Sample. Sein Instagram ist in der Beschreibung, checkt den Jungen unbedingt ab. Er macht nice Samples und das ist das Sample, worauf wir heute ein Beat bauen werden. Ganz genau, das ist das Sample. Wir werden heute nur als kleine Challenge in Anführungszeichen Sounds aus dem upcoming Free Drum Kit benutzen. Also ich werde auch hier so, wenn hier so Zerma klappt, die werden auch in dem Free Drum Kit sein. Das sind Sounds, die ich nur eher gemacht habe. Also das ist noch nicht das komplette Kit. Das ist das Kit, an dem ich momentan arbeite. Mit so paar, keine Ahnung, einfach Working Sounds, an denen ich momentan halt arbeite von dem Free Drum Kit. Wir werden nur Sounds davon benutzen. Ballert mal die Kommentare voll. Ich werde random ein paar Leute einfach mal das Free oder so ein paar, so eine Pre-Version einfach mal schicken. Schreibt einfach mal irgendwas in die Kommentare zu dem Video, whatever, einfach generell. Ich werde mir random ein paar Leute rauspicken und denen das einfach zuschicken aus Zufallsprinzip. Das ist einfach so eine kleine Pre-Version. Yeah. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an, gehen in den Beat und starten mit der Clap oder so. Mal gucken. Ich nehme hier, das ist meine absolute Go-To-Clap momentan. Diese hier. Heute wieder tatsächlich, was ich unbedingt noch wissen muss, ein Trap-Beat eher, weil ich ein bisschen was Simpleres heute machen wollte. Ich habe das Format ja länger nicht gebracht. Deswegen, keine Ahnung, ich war mir nicht so sicher, ob ihr es so feiert. Deswegen schreibt auch unbedingt in die Kommentare, ob ihr das Format feiert. Weil ich hatte das Gefühl, es hatte immer nicht so viele Aufrufe, dies, das, deswegen nicht so viele Likes, bla bla. Zeigt mir einfach, dass ihr Bock drauf habt. Ich dachte, ich bring's jetzt einfach mal wieder, weil ich selber einfach Bock hatte. Je. Wenn ihr es feiert, zeigt mir es auf jeden Fall, dann kommt es safe auch wieder öfter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann sowas mit Reward mache, dass dann irgendwie man kriegt ein Drumkit von mir, was dann halt noch nicht draußen ist, irgendwie, whatever, irgendwas, dass ich mir irgendwas einfallen lasse, dass derjenige, der dann im Video ist, auch noch so eine kleine Belohnung hat. Ja, diese Snare ist einfach so nice, ich feiere die so hart. Passt einfach immer auf was. Ich glaube, ich nehme die 808. Yeah, das Sample ist fire, man. Ich feiere das sehr. Das gibt so einen nice Bounce. Kurz gucken, ob er hier einen Key reingeschrieben hat. F sharp minor. Ich habe gerade gemerkt, dass der Sound nicht so nice war.
sorry dafür auf jeden Fall. Ihr habt den Sound gerade über Handy-Lautsprecher einfach gehört, aber jetzt kommt er auch in OBS an. Die Hi-Hat gefällt mir auch gut. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal so ein bisschen eure Meinung zu dem Kit in die Kommentare schreiben. Es gibt natürlich dann ein paar Glückliche von euch, die dadurch, dass sie ihre Meinung in die Kommentare schreiben, das Kit nochmal bekommen und dadurch nochmal expliziter testen können. Ich stecke da momentan wirklich sehr viel Zeit rein, deswegen ich hoffe, euch gefällt das so gut, wie es mir dann am Ende auch gefällt. Oh, jetzt hätte ich fast automatisch eine Snare genommen, die ich wusste irgendwie, dass die gut klingt. Das ist auch eine Go-To-Snare von mir. Aber wir müssen natürlich eine von hier nehmen. Irgendwie, warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir nehmen das so ein bisschen als Perk mäßig hier immer am Ende. Und dann nehmen wir irgendwie eine Snare. Oder warte mal, ich habe hier so ein richtig nices Perk gemacht. Heute noch. Das. Ja, Mann. Ich glaube, das klingt fresh. Einmal hier rein. Der Beat ist doch fast schon ready, Digga. Das ist crazy auf jeden Fall. Schnell unterwegs hier. Fast Type B-Challenge in 10 Minuten. So, dann noch Kick. Und dann ist das Ding eigentlich auch schon fast ready, würde ich sagen. Dann machen wir gleich noch ein bisschen Arrangement und dann gib ihm. I bet! So, das sind die Drums, würde ich sagen. Zack, die machen wir einmal weg. Split by Channel. Oh, das wollte ich nicht. So, hier, zack, Split by Channel. Bam!
Dann einmal hier runter. Arrangement machen wir so. Den nach vorne. Rüber. Zack. Like that. Hier einmal die Kick. Kick, glaube ich, ist im zweiten Teil der Hook. Ich baue die Hook, glaube ich, so ein bisschen so auf, dass ich diesen Teil, wo dann dieses im Hintergrund noch dazu kommt, als zweiten Teil der Hook mache. Ich feiere das immer, wenn Hooks so zwei Teile haben. Also der erste Teil ist so halt noch, klingt halt nach Hook, aber ist noch nicht so alle Sounds. Und dann kommt so der zweite Teil rein, wo dann nochmal wirklich so alle Sounds sind und so volle Kanone, es einfach in die Fresse geht, so, wenn man versteht, was ich meine. Zack. Hier die Hi-Hat einmal weg. Berg, Open Head. Warte, die muss ich tauschen. Das Perk ist meine Counter-Snare und die Snare ist mein Perk, quasi. So, like that. Das einmal hier rüber dann. So, dann kommt hier die Kick und die Open Head raus. Zack. So, ein nach oben. Dann einmal rüber. Hier machen wir das raus. 808 Cut. Dann ein Hi-Hat Cut. Da stimmt was nicht. So. Ich mach schon mal eben den 808 Cut hier, dass der vernünftig klingt. Und das nicht so hingeschissen ist. Yes, Sir, das passt soweit. Ich würde sagen, wir hören uns den Beat an. Der steht soweit. Shoutout nochmal an Visa One oder Visari, whatever. Fire Sample in der Beschreibung verlinkt und das ist der heutige Beat. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, die zweite Hook hinzupacken. Aber der Beat ist auf jeden Fall fire. So, dann kopiert man das noch einmal rüber. Macht hier einen leicht anderen Cut. Und dann steht der Beat. Yeah, fire Beat. Sehr zufrieden damit. Ist auch auf meinem Main-Channel online. Ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt vor dem Video noch hochlade oder danach. Aber irgendwann kommt der auf jeden Fall da online. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Kommentar. Denkt an den Kommentar, falls ihr das Drumkit haben wollt, diese Pre-Version. Ansonsten macht euch noch einen entspannten Tag. Wir sehen uns am Montag 17 Uhr, etwa 17 Uhr, Samstag 15 Uhr. Auch wenn da in letzter Zeit teilweise ein bisschen was durcheinander gekommen ist, bin ich sehr happy, dass ihr trotzdem da dann immer am Start seid. Dann zum Beispiel gestern kam mal ein Video am Dienstag geschickt. Vielen, vielen Dank für den Support momentan. Macht die 1K voll. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein. Ciao.